Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Ja, wir sind hier stehen geblieben und wir haben ja letztes Mal das Haus fertig gebaut, diesen kleinen Lagerraum oder eher gesagt kleines Lagerhaus. Ja, es ist jetzt soweit ganz schön geworden, bisschen kunterbunt. Und was ich allerdings jetzt mal machen wollte, wir werden jetzt mal in den Keller runtergehen. Ich werde heute noch nicht den Ausbau dort drüber bauen, das machen wir wann anders. Wir werden heute mal gucken. Und zwar möchte ich hier auch die Kellertreppe noch ein bisschen verschönern. Ist auch eine so eine Sache, die ich vorhabe. Was haben wir hier noch an Holz? Davon 5 Stück. Das wird wohl kaum reichen. Dann werden wir hier mit, Bruchstein, können wir die auch zu vernünftigen Steinen herstellen. Nee, hier sowieso nicht drin, dann müssen wir das in der Workbench machen. Ja gut, ich muss mal gucken, wie die normalen Steine aussehen. Also die Ziegelsteine, die man so aus 4 Bruchsteinen herstellt. Oder gibt es die gar nicht mehr? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Andesit, Granit, Diorit. Man kann doch aus... Ach so. Ja, ich bin auch blöd. Ich glaube, die muss man doch einfach nur brennen, ne? Oder? Wie war das? Ich will das jetzt mal testen. Wenn ich die brenne, wie die aussehen. Wenn die gut aussehen, dann... Ja. Dann werden wir die nämlich für den Kellerausbau nutzen. Sieht wie normaler Stein aus. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Dann nehmen wir genau das normale Bruchsteinzeuges hier. Das sieht auch so ein bisschen aus wie Ziegelsteine. Obwohl, warte mal. Ich habe da noch eine bessere Idee. Wir werden mal 4 Stück brennen und dann werden wir die jetzt. Jetzt habe ich es, genau. Da muss man die ja noch umwandeln in solchen komischen. Wie heißen die, diese Ziegelsteine da? Ihr wisst schon, was ich meine. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, einen noch. So, jetzt müsste das eigentlich klappen, was ich vorhatte. Genau. Steinziegel. Ja, die sehen gut aus. Okay, die nehmen wir. Hauen wir hier noch ein bisschen was rein. So. Der andere Ofen, da ist noch ein bisschen Fleisch drin, kann auch. Müssen wir eigentlich mal wieder was essen, wir können noch ein bisschen warten, wir müssen noch nichts essen. Genau, das wird dann für unten, für die Umrandung, für die Wände, das wird auch glaube ich noch mal ein nach unten gebaut. Und dann wollte ich hier noch was vorbauen halt. Also, hier wird eh zugebaut einer. Hier. Ja, und dann halt so hoch, ne? Ihr wisst schon. So, dass das hier gefüllt ist an der Treppe. Dass man hier so runterkommt. Hier nicht direkt gegen die Wand läuft eigentlich. Deswegen, es muss noch ein weiter runter. Ja, dann hat man hier gerade so einen Weg zum Langlaufen. Und der geht dann direkt nach hier raus und dann hat man hier den Kellerraum. Also, ja, das wird hier, denke ich mal, so geschehen. Gut, da warten wir auf Steine. Das ist kein Problem. In der Zeit werde ich was anderes machen noch. Ich hatte hier oben vor, ein kleines Projekt zu starten. Und zwar möchte ich hier einmal die Wände einmal zubauen. Dann möchte ich hier direkt 3 Zimmer rausmachen. Ich habe mir jetzt überlegt, hier wird ein Schlafzimmer entstehen aus einem Stück. Dann gibt es hier noch eine, aus einem Viereck wird irgendwo hier eine Toilette entstehen. Oder aus 2, mal gucken. Und das andere wird so ein schöner kleiner Raum mit Blumen drin. So ein Blumenzüchtungsblumenraum, keine Ahnung. Mal schauen. So ist mir jetzt so spontan mal eingefallen. Ja. Blumen haben wir aber auch keine mehr. Was haben wir noch an Material? Holz haben wir noch. Holz haben wir noch ein bisschen was. Könnten ja die Eichenholzbretter mal verbrauchen.
wäre jetzt eine Idee, um da oben die Wände zu ziehen, zum Beispiel. Könnte man das machen? Ja, schauen wir uns mal an. Und hier muss auch langsam was passieren, damit wir hier nicht runterfallen. Irgendwann einmal. Jetzt muss ich mal gucken. Hier könnte man schon mal bis hier rauf. So, das wird eine Wand werden. Das wird noch ausgefüllt auf jeden Fall. Diese Wand soll mal bis hier hingehen, dass wir hier dann noch runter können. So, hier wird einmal ausgefüllt. Genau. Da könnte theoretisch einfach offen bleiben. Oh, ups, das wollte ich nicht. Hier werden wir abbauen. Da ein hin. Genau, das kann so als Lichtquelle bleiben. Das sieht ganz gut aus. Hier könnte man auch ein Guckfenster, so ein schönes Glasfenster noch reinbauen. Aber möchte ich jetzt nicht. So, ich möchte, dass es eine getrennte Wand wird. Genau. Dann haben wir das hier. Dann müssten wir da noch ein Zimmer. Hier vielleicht noch eine Wand reinbauen. Dann kann hier nicht die Toilette. Dann wird dann hier doch so eher so ein. Vielleicht ein Durchgangsflur, die Toilette hier und hier noch dieses andere kleine Zimmer und hier so ein kleiner Durchgangsflur, das könnte dann schon eher hinhauen. So, hier haben wir das. Da können wir jetzt allerdings nicht mehr hier aus dem Fenster gucken. Aber das lässt sich, denke ich mal, gut regeln, indem wir hier was ran oder lang bauen. Vielleicht bin ich mir noch nicht sicher. Hier so ein kleines Stück. Gucke ich mir dann mal, ob das klappt. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich sagen, macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.